Wir melden uns wieder einmal aus Italien für eine weitere Runde der Formel 1 WM. Was für ein fantastisches Rennen wird uns wohl heute hier erwarten, auf der ältesten Strecke im Formel 1-Kalender. Das erste Rennen fand hier bereits 1922 statt. Bei so einem Regen, wie wir ihn heute auf der Strecke von Monza mit ihren 5,79 Kilometern erleben, stehen die Teams vor einem großen Problem. Denn eigentlich sind die Autos auf wenig Luftwiderstand eingestellt, fahren also mit ganz flachen Flügeln. Dies wird vor allen Dingen in der letzten, in der Parabolika-Kurve, zu einer extremen Herausforderung. Denn diese Kurve unter diesen Bedingungen zu meistern, dazu muss man wirklich zaubern. Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Warum reden wir nicht über McLaren? Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Leclerc, Vettel, Max Verstappen und Perez. Albon, Ricciardo, Gasly und Dani Quert. Raikkonen, Giovinazzi, Esteban Ocon und Sainz, Norris, Stroll, Kevin Magnussen und Mick Schumacher. Russell, Latifi, Grosjean, er hat eine Gridstrafe erhalten. Und Richards. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Okay, she bagged a podium result last race. Let's see if we can do the same here. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2020 mit dem Rennen aus Monza. Und ja, wir haben eine Strategie. Ich guck mal gerade, wie die Reifen aussieht. 13 Runden haben wir Zeit. Ich nehme mal 16 Runden mit. Und los geht's ins Rennen Nummer 15 diese Saison. Wir starten sehr weit hinten. Klar, wir stehen auf dem letzten Platz. Let's get the car up to temperature on this lap. We're learning the gears, so go through them all if you can. Ich ärgere, dass wir auf dem letzten Platz stehen und dann trotzdem noch und dann ist der Regen noch dabei. Im trockenen Wetter wäre es vielleicht ein bisschen einfacher geworden. Nee, ich wollte jetzt kein Auto. The rain is getting lighter now, but it's gonna take a while for the track to dry out. Ja, vielleicht kann man eine Möglichkeit doch noch was zu reißen. Wie gesagt, der Regen wird leichter und es könnte noch ein bisschen dauern, bis die Strecke trocken. Wir haben 13 Runden heute. Hier in Italien. Naja, schauen wir mal. Vorzeit Grosjean. Wenn ich ein bisschen duse, können wir hier ein paar Punkte mitnehmen, aber es wird nicht einfach werden, definitiv nicht. So, vor uns Marc Grosjean, Latifi, Russell und davor Schumacher, alle Teamkollegen. Ja, ein bisschen
Wheelspin hinten, aber das sind wir doch zurückgekommen. Jetzt haben wir das Problem, jetzt habe ich nicht den Punkt sehe. Danke, Herr William, mit dem Williams. Latifi, der dann am Ende doch noch sagt, ich baller doch am Ende noch mit in die Lücke rein. Ich kann jetzt nicht angreifen. Mann, bleib doch stehen am besten noch komplett. Am besten bleibst du komplett stehen. Mach mal komplett auf Null. Was will denn? So, jetzt versuchen wir es. Das ist natürlich jetzt komplett. Ah, im Zweifel wirst du dann noch weggeschoben. Jawohl, ja. Ich war schon neben meinem Teamkollegen und dann wirst du noch zur Seite gedrückt. We've held position on lap one. That's not great, but it's not terrible. Stay focused. So, vorbei am Teamkollegen. So, vor uns ist schon Grosjean. Er hat einen sehr guten Start gehabt. Ich muss jetzt ein bisschen mich durcharbeiten, das Feld. Hoffe ich, dass ich das ohne Probleme hinkriege. Zeit, Lewis Hamilton. Hinter uns Schumacher, der jetzt gerade ein bisschen Druck versucht aufzubauen. Aber auch nur kurz. Ich komme aber auch nicht wirklich durch. Ich da jetzt wieder ran oder durchs Feld durch. Welche Überraschung, dass der mir sagt, komm, die 3 Sekunden nimmst du noch mit. Ich fahre gerade sehr viel mit. Ich kann doch gar nichts machen. Ich bremse ab, aber der rutscht mir so weiter. Your overtake button more, it's time to utilize some of this energy. Ich hätte jetzt wieder ums Rad zu kommen.
Geil. Einfach so. Komm, ich hau dich weg, damit du da wieder letzter bist, da wo du hingehörst. Ach, nervt mich das gerade wieder. Das nervt mich gerade. Ich komme aber auch nicht in die Nähe des Fahrzeugs vor mir. Wäre schön, wenn der Regen ein bisschen aufhören würde. Gap to car in front is 1.7 seconds. Wir nehmen noch 9 Runden. So, Russell und Grosjean vorbei an Williams. ETA on this rain clearing up is about 10 minutes, so just keep your concentration out there. 10 Minuten, dann wird der Regen weniger, aber das bringt mir jetzt auch nichts. Ja, na gut, das ist nur das DRS, das ist jetzt nicht tragisch. Das ist eben Regen deaktiviert. Still on the right tires for the time being. Mhm. Ich will dieses Auto da vorne mindestens noch kassieren. Oder am besten beide. We're leading our teammate by 3.3 seconds. Ich bin jetzt wieder ein bisschen dran an den Jungs da vor mir. Haben wir auch nicht in Position. Kann man auch nicht da wirklich in eine Überholposition. Immer wieder leichte Quersteher, du, dass das Auto, dass ich wieder Zeit verliere da vorne.
Könnte man theoretisch mal auch ein paar Mal. Ja, die Leute wollen auch nicht in die Box momentan. Was noch ein bisschen ansaugen an den Williams da vor uns. Und dann haben wir ihn. Good, good job, nice overtake. So, zumindest mal schon auf 19. Und das, was auch Grosjean gut gemacht hat. Der hat nämlich auch drei Plätze gut gemacht, deswegen mussten wir da so vorbei. Ich hoffe, dass ich den Formel noch kassieren kann. Weil der jetzt auch langsam an das Feld da ankommt. Sechs Runden noch. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück, dass wir noch ein, zwei Autos in die Box gehen. Oder ein paar Autos in die Box gehen. Also Punkte wird wahrscheinlich heute nicht geben. Schade. Tire condition is still looking good. Ja, zumindest jetzt bin ich mal meine Auswahlen. Vielleicht noch ein Safety Car oder jetzt müssen sie am Ende alle noch in die Box gehen, damit wir dann noch irgendwas reißen können. So, ich versuche gerade noch mal ein bisschen mit dem Überholen ranzukommen, ein bisschen wegzukommen von dem Auto hinter mir. Aktueller Vorsprung 2,9 Sekunden. Drei Sekunden, also das wird jetzt langsam ein bisschen, pendelt sich jetzt ein bisschen ein. The gap to the car ahead is 2.8 seconds. So, Grosjean läuft jetzt auf 12 auf. Neben dem Auto war ich eigentlich sogar schon am Start, aber ich bin dann auch wieder zurückgefallen worden. Fuel is looking really good. You're managing it well. Die Lücke wird immer ein bisschen größer, immer wieder kleiner, das pendelt sich so ein bisschen ein. Ich weiß nicht, wie wir noch an die Platzierung aussehen. Der hat wie viel gut gemacht. Ich weiß, dass Grosjean, der bei der vor mir gestanden ist, ebenfalls genau diese drei Plätze gut gemacht hat. Deswegen müssen wir ihn kassieren eigentlich. Ja, die Strecke wird. Das Problem ist einfach, dass wir bei noch vier Runden damit nicht viel machen können. There's five laps of fuel remaining. Warum willst du mir jetzt einfach noch eine Strafe reinballern? Muss ich halt so spielen. Eine 3-Sekunden-Strafe, damit bis wir das vierte Traum definitiv aus. Dann sieht man, wie früh ich bremse und teilweise rutscht jetzt so extrem durch. Oh, meine Güte. Auto. Warte mal, du willst wieder rankommen, dann koste ich dir mal eine Sekunde. Ich war schön, habe mich wieder ein bisschen reingekämpft an ihn. Und dieses Manöver hat mir gerade eine gute Sekunde gekostet. So, jetzt habe ich den hinter mir wieder kleben.
war so schön dran wieder. Ich war mit 2,5 Sekunden ins Fenster dran und verliere jetzt 1,5, 2 Sekunden wegen der Kacke. So ist wieder ein bisschen wegzukommen. Our gap to the car in front is 4.4 seconds. Da der Grosjean das Auto von mir überholt bekommen, dann hat er die Fahrer des Tages. Den hätte ich doch gern gehabt, aber das muss ich ihn eigentlich kassieren. Yellow flag. Yellow flag? Was ist denn das? Caution, caution, yellow flags ahead. No overtaking through the caution zone. Be careful until you see the greens. Sieht mir doch die Nazi aus. Geh mal weg von safety hier. Car, safety car. No overtaking. Reduce your pace. Keep your delta number positive as we form up. Safety car sogar noch. Ja, da kann er doch noch was geben. Wenn sie jetzt natürlich alle sagen, komm, wir gehen in die Box rein. Die drei Runden, die schaffe ich bei dem Wetter auch mit den Reifen noch irgendwie. Ja, 60%. Lass mal versuchen, was. Certainly eased off for the time being, but we've still got a lot of standing water out there. We're happy for you to stay out on the inters for now. Ja, das sagt er mir gerade. Okay, bleib draußen auf den Inters, das ist gut. Wir haben jetzt 4 Plätze gut gemacht in dem Rennen. Wie gesagt, der Grosjean versucht mir zu kassieren. Und dann hätte ich den zumindest. Würde er tatsächlich verlieren. Gegen mich zumindest. Zudem glaube ich, dass die alle gleich schnell fahren können, weil die Lücken ziemlich groß. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Bin ich gerade dran an dem Feld und dann sagt er mir Safety Car in the Slab. Soll mir persönlich recht sein, weil wie gesagt, ich bin jetzt dran an dem Auto. There's 3 laps of fuel remaining. Is clear. Green flag. So. Das ist mein Ziel gewesen, Grosjean noch zu kassieren irgendwie. Okay, gap ahead is 1. Der nächste wäre Magnus, der zweite der Haas. Teammate behind is 6.1 seconds. Dass ich irgendwie in you need to slow down. Ach komm schon, ey! Ich hab doch gar nichts gemacht! Der soll mal ein bisschen checken zwischen ich verbremse mich oder ich fahre mit der Absicht davor drüber. Ich musste da bremsen, weil der mir die Kurve gar nicht zugemacht hat. Spare energy, use your overtake button. Some information on Schumacher, they're slowing down. It seems like there's some kind of problem with their car. Nein, das ist mein Auto.
Das ist mein Teamkollege, das ist scheiße. Und ich habe jetzt 5 Plätze gut gemacht. Ich hoffe, dass ich Grosjean, dass ich damit Fahrer des Tages bin. Aber man gibt mir einfach nur ein bisschen um den Ruhm. There's only one lap of fuel remaining. This is your final lap, final lap of the race. Da hinten wird sie nicht mehr gehen. Da vorne wird sie nicht mehr gehen, so ist es richtig. Reifen sehen aber wahrscheinlich nicht anders aus. Jetzt muss er sich gegen den Haas wehren. So, ich komme jetzt hier ein bisschen weg wieder. Wir sehen dann die Reifen nur da. 75% hinten links. Ich muss tatsächlich euch aufpassen, dass wieder Reifen nicht kaputt geht. We're not going to be able to run in this engine mode much longer. We're about a lap over target. Drop down to mix too soon. Ja, ja. Hamilton ist jetzt das Ding durch. Nur Platz 17. All right, race over. Take care of the car on the way in. 5 Plätze haben wir gemacht. Und der Sprit, der war fast durch. Lennon Norris hat mir noch den Fahrer des Tages abgenommen. Okay, das hat sehr gut gemacht. Hier wurde die freie Fahrt an der Spitze optimal genutzt. Keine Chance für die Verfolger, auch nur ein einziges Mal in den Windschatten zu kommen. Was für ein Sieg hier in Monza. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja, damit hat er wieder ein bisschen Position gut gemacht in der Fahrer-WM. Vor allem darauf. Ja, bei mir wird es wahrscheinlich schwierig werden, aber wir haben wieder keine Punkte geholt. Ja, lange mal wieder und damit könnte auch der fünfte Platz weg sein. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Das muss Lando Norris sein, oder? Geschmeidig, selbstsicher und souverän. Ich habe keinerlei Zweifel, dass er und sein Team überglücklich mit der heutigen Leistung sein werden. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Ja, schade. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt gerade. Weil ich habe ebenfalls plus 5 gehabt und der Norris hat mir den Fahrer des Tages weggenommen. Von 15 auf 10. Also ich zumindest noch ein Pünktchen mitgenommen und wir sind von 22 auf 17 am Ende gefahren. Schade. Naja, so ist es drum. Egal. Am Ende wären es die Reifen vielleicht noch gewesen, wo ich mich noch gerade so verteidigen konnte. War den Grosjean auf der Strecke.
Nun zu ein paar Fragen. Was ist Ihre Meinung dazu, wie sich solche Gridstrafen auf den Sport auswirken? Kein Kommentar. Sie haben ja während des Rennens eine regelrechte Aufholjagd hingelegt. Es steht wohl außer Frage, dass Sie hier alle Erwartungen übertreffen, nicht wahr? Wie glauben Sie, hat das Wetter die heutigen Ergebnisse beeinflusst? Danke für den Kommentar. Jo. Ja, nächste Rennen, das war's ja, aus Europa. Nächste Rennen dürfte Singapur dann sein. Oder? Ist das schon Singapur? Na gut, das haben wir nicht gekriegt. Ich weiß gar nicht, was das nächste Rennen ist. Das könnte Singapur tatsächlich sein. Zumindest im offiziellen Kalender. Guten Morgen, Boss. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Gut, gut, gut. Ja, dann haben wir das soweit. Nächste Rennwoche. Gucken wir, was wir hier drin haben. Teilsport, E-Sports Event. Ressourcen können wir die mit. Gut. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder zur Großpreis von Singapur.